Also dann, wir haben den Gauchheil gefunden. Das Gauchheil? Keine Ahnung. Dann wollen wir zur alten Brennerei, oder? Finde die stillgelegte Brennerei ist ja gar nicht so weit hier irgendwie den Berg rauf. Gucken wir uns mal näher an. Wobei den Berg rauf ist immer leichter gesagt als getan. Man kann ja nicht überall einfach hochrennen. Da war doch ein Weg. Vielleicht folge ich am besten dem... Ich sollte hier lang und dann dem Weg hoch folgen. Ist, glaube ich, besser. Weil hier komme ich bestimmt nicht rüber über den Gipfel hier. Kann ich mir vorstellen. Und du? Hast du schon was aus Indigo gefunden? Ein paar Indigo-Blumen? Pfeilchen? Nee? So, hier muss doch der... Ah, da vorne ist der andere Weg. Sehr gut, sehr gut. Geralt, dich im Gestrüpp verfangen. Das ist für Anfänger. So, gib Schubwerk, aufrennen. Ja, eine Ausdauer, da will ich sofort zusammenbrechen. Bergaufrennen. Oha, führt der Weg da überhaupt ganz hoch? Muss er eigentlich, oder? Doch, der windet sich hier so ganz... Der ist aber schon sehr steil. Der fängt auch gleich wieder an zu rutschen, der Geralt. Ich kenne ihn doch. Der slidet doch gleich wieder den Berg runter. Und dann haben wir den Salat. Es klappt. Und da sind Viecher. Seht ihr es, wie der Viecher sind? Ah, da ist ein Vieh. Schlitz dich auf. Dich auch, kein Problem. Au. Ah. So. Oh, mein Schwert geht kaputt. Das ist nicht so gut. Das sollte ich zügig mal wieder reparieren. Habe ich da gerade ein komisches Geräusch gehört? Wahrscheinlich ja. So, hier gucken wir uns mal um. Erfrorene Leiche. Überreste. Von einer Ziege, vermute ich. Die zwei Ziegen heute hatte. Also war das eine Leiche von zwei Ziegen. Mist, mein schönes Schwert geht kaputt. Also ich glaube, das sollte ich jetzt mal reparieren, weil jetzt bin ich ja abseits von jeglicher Zivilisation. Meister Waffenreparaturset. Genau das brauche ich. Zwupp und schon ist es wieder heil. Sehr gut, sehr gut. So machen wir Profis das. Finde die stillgelegte Brennerei. Ah! Neue Markierung, Brennerei. Das könnte die stillgelegte Brennerei sein. Bin mir nicht 100% sicher, aber es ist durchaus möglich. So, und da drin ist natürlich ein fieses Viech. Das war ja nun abzusehen. Ach ja, nur ein Zyklop. So ein kleiner, niedlicher Zyklopilein. Bitte, sein Atem ist so entzündlich. Hat er hier vom Alkohol genascht oder was? Brenne! Renne! Oh shit, da bin ich voll reingehüpft. Das war dumm. Alter, der hat hier ein Pferdchen umgebracht. Das arme Pferdchen. Mensch. So, Problem gelöst. Hui. Der Zyklop macht mir keinen Ärger mehr. Jetzt kann ich mich in Ruhe umsehen. Nö, der kugelt nur noch ein bisschen vor sich hin. So, in Ruhe umsehen. Das ist eine gute Idee. Was haben wir hier? Da Pferdchenreste. Hier ist alles mögliche Gezuppel und Rumgequake. Oh, was haben wir denn da? Destillierrezepte. Das Pergament ist etwas ausgeblichen, aber lesbar. Sehr gut, sehr gut. Das lese ich mir gleich durch, weil da liegt auch noch ein Büchlein. Das will ich auch noch gleich aufnehmen. Tagebuch des Brenners. Der ist wohl über den Brenner gefahren, wa? So, das lesen wir uns mal flugs durch.
Tjalfe, ich gebe dir eine letzte Chance. Du machst jetzt entweder alles richtig oder es ist Schluss mit deiner Ausbildung und du kannst deine Sachen packen. Hier sind deine Anweisungen. Lies sie zweimal, damit sie den ganzen Weg bis in dein trübes Hirn schaffen. Fülle die Maische in den Verdampfer, zünde das Feuer unter dem Verdampfer an, kühle den Verflüssiger, erst den rechten Hebel, dann den linken, nicht andersherum. Ist das so schwer? Nein. Die Antwort ist nein. Also mach dich an die Arbeit, Duckfin. PS, wirf das schlechte Malz nicht hinter die Brennerei, sondern in den Fluss, sonst kriegt noch jemand Wind davon und kommt nachsehen. Also, Maischen den Verdampfer füllen, Feuer unterm Verdampfer an, rechter Hebel, linker Hebel. Ich glaube, das kann ich mir nicht merken, ich werde gleich nochmal nachgucken müssen. Tagebuch des Brenners. Verdammt, die Bestie war schon wieder da. Sie weigert sich zu gehen, bis ich Schnaps in die Schale gefüllt hatte. Bis zum Rand. Sie trank alles mit einem Schlurfen aus und verschwand. Es ist noch keine Woche vergangen und sie ist schon wieder da. Ich habe Steine geworfen, um sie zu verjagen. Da hat sie Steine zurückgeworfen und mir dabei drei Rippen gebrochen. Sie heulte und schrie, bis ich ihr was gegeben habe. Ich bin mein Kassenbuch durchgegangen. Die verdammte Bestie hat die Hälfte meines Vorrats getrunken. Von mir bekommt sie keinen Tropfen mehr. Es ist wohl an der Zeit, einen Hexer zu rufen. Es war offenkundig an der Zeit, einen Hexer zu rufen, aber anscheinend zu spät. Denn du bist jetzt hinüber und die Bestie war hier im Dings und hat ihr Unwesen getrieben. Ach, guck mal, erst rechter Hebel, dann linker, so war es, glaube ich. Hier haben wir... Ah, da muss ich da die Maische reinfüllen. Ich brauche am besten aber noch Maische, ne? Wo finde ich denn Maische? Hat hier jemand Maische? Ach, hier kann man hoch. Hallo? Maische? Maische! Es ist noch etwas Maische da. Oh, guck mal, da oben ist noch... da liegt noch was. Da will ich hin. Kann ich da sicheren Fußes hinüber? Yep. Kommt zu Papa, Beute. So, jetzt muss ich hier sicher wieder zurück. Kann ich hier von oben irgendwie dran grabbeln? Na, das lasse ich lieber. Huch. Also, die Reihenfolge war, Maische in den Bottich kippen. War das der jetzt? Der? Ich konnte doch vorhin einen benutzen. Welcher war denn das? Hier, öffnen. Hier gehört wahrscheinlich die Maische rein. Bingo, deshalb habe ich dich ja davor gestellt. Maische hinzufügen. Ach, muss ich die selber auswählen? Ja, Maische. Füge hinzu. Ja. Ach so. Fertig. Fertig. Einfach eine Handvoll Maische rein, jetzt reicht ja. Jetzt muss ich die Maische zum Kochen bringen. Eventuell so. So. Ah, jetzt brennt's. Sehr gut. Das muss reichen. Zeit zum Abkühlen. Erst rechts, dann links. Geralt. Geralt. Rechts und links. Sieh einer an. Ich bin anscheinend zum Brennen geboren. Offenkundig, ja. Nimm den Schnaps. Wo ist denn... Ach, da. Oh, skellige Schnaps. Her damit. Hehe. Sehr gut. 80 Erfahrungspunkte. Die wollte ich schon immer mal haben. Oh, ist da oben noch was? Nö. Nur leere Fässer, so wie das aussieht. Und jetzt muss ich nur noch den Druiden Frithjof im nahen Dorf finden und ihn überzeugen, mit Grimis zu reden. Da muss ich doch glatt mal wieder... Ich glaube nämlich, wenn ich Glück habe... Jawohl, Blandare, da habe ich doch eine Wegmarkierung. Da kann ich ja gleich hin schnell reisen. Da spare ich mir ein bisschen Lauferei. Und der kluge Witcher... Der spart sich immer ein bisschen Lauferei, denn er ist ja klug. Das sagt ja schon der Name. Reis, Reis, Reis. Reis. Ich kann doch mal wieder Reis essen. Ach so, erstmal wird gereist. Genau. Was? Ach so.
dachte gerade, ich höre hier Kampfgeräusche. Die kämpft da nur mit dem Laternenpfahl. Auch in Ordnung. Man muss ja ein bisschen im Training bleiben. So, wo ist denn jetzt der komische Frithjof? Guck mal, Kühe. Kühe. Die gucken mich an. Frithjof. Da irgendwo. Ach, hier ist die Metzgerhütte, ja. Sehr schön, sehr hygienisch alles. Oh, Schafis. Was darf ich abschneiden? Ist denn der komische Tauschhäuser? Alle Fenster schließen und die Türen verriegeln. Okay. Das gefällt mir nicht. Du solltest dein Leben nicht für uns riskieren. Aber wir machen, was du sagst. Hau doch Gras, wenn du mein Fleisch nicht magst. Frithjof! Bist du Frithjof? Ja, der bin ich. Und wie wirst du genannt, Hexer? Frithjof, Hans. Streuner, Fremder, Mutant. Manchmal sogar bei meinem Namen. Geralt von Riva. Ein Mann mit Humor. Das gefällt mir. Nun, was kann ich für dich tun, Geralt von Riva? Hat der Hund, der da hinter dir ist, eventuell von den Schafen genascht? Der hatte so ein blutiges Maul. Grimist hat mich gebeten, dich zu holen. Er braucht deine Hilfe bei einem Ritual. Ein Ritual? Eines, damit er nicht mehr so ein fieser Alter ist? Ich würde ja kommen, um der guten alten Zeiten willen, aber ich habe Wichtigeres zu tun. Sieh dich um. Der Boden. Siehst du, wie trocken er ist? Nein. Es hat seit Wochen nicht geregnet. Das Gras ist verdorrt. Die Schafe verhungern. Es muss regnen. Aber ich fürchte, dass... Moment mal. Vielleicht kannst du mir helfen. Wie? Ich besitze zwar viele Talente, aber das Wetter kann ich nicht beeinflussen. Noch nicht. Ich habe an ein anderes Talent gedacht. An dein Schwert. Weißt du, Mutter Natur mag es nicht, wenn du ihr etwas mit Gewalt nimmst. Sie wird sich verteidigen. So sehr, dass ich selbst einen Verteidiger brauche. Was sagst du? Alles klar. Natürlich helfe ich. Wenn du danach zu Grimist gehst. Quid pro quo. Einverstanden. Jetzt folge mir. Zeit für einen kleinen Sturm. Yay, Sturm! Hallo. Hallo. Tieropfer? Sollen wir Menschen verbrennen, wie sie es auf dem Festland machen? Ja. Ich denke, ein Opfer mit Ziegen und Schafen ist besser. Man könnte auch Menschen jetzt eigentlich. Hier stehen noch genug rum. Dorf. Ja. Ich meine ja nur, du musst keine Menschen verbrennen, aber oh, jetzt sind halt viele da. Oh, jetzt metzelt er die armen Schafis. Skugga, Sverm, Vatna, Halla. Genau, Skugga. Oh, es fängt an. Oha, oha. Natürlich, Neblinge, klar. Die kommen natürlich sofort angeschissen. Was? Bloter Himmel, bloter Miller, Braka auf Blixka. Absolut. So. Verdammt, sind das viele. Haben wir immer mehr. Was wollt ihr denn? Aufs Maul? Anscheinend ja. Wie durch Butter geht mein Schwert durch Neblinge. Bloter Himmel. War's das? Es fängt an zu regnen. Es regnet. Ein Sturm, verdammt. Alter, das ist ja geil. Schon lange keinen solchen Sturm mehr heraufbeschworen. Siehst du die Tropfen? So groß wie... Na, jetzt übertreibst du aber. Ich war mit den Neblingen beschäftigt. Die waren auch nicht klar. Die waren auch ungefähr so groß wie Eier. Leider erscheinen die auch nach deiner Schätzung. Aber vielleicht ist es auch besser so. Wieso? Vielleicht ist das auch besser so? Warum? Wenn die Beeinflussung des Wetters keine Risiken bergen würde, hätte ich keine Ruhe mehr. Lass es bitte regnen, lass die Sonne scheinen. Manche wollen Stürme, andere ein spiegelglattes Meer. Ah, stimmt, aber man so kann sich allen recht die machen. Leute nur, wenn die Not groß ist. Und nicht aus einer Laune heraus. Verstehe. Manchmal wünschte ich, den einen Neckar oder jenen Ertrunkenen nicht jagen zu müssen. Hm. Wirst du jetzt Grimist aufsuchen? Mit Vergnügen. Nach so einem großen Sturm freue ich mich auf ein... helfe ich ihm gerne mit dem Ritual. Ritual, für das ich Schnaps besorgen muss. Verarschen mich doch.
so ein bisschen Spitzwegerich, den wir hier anbauen, sammle ich auch noch. Und natürlich die ganzen blutigen, matschklumpigen Überreste, die hier verstreut sind. So, da hinten liegt noch was. Und jetzt muss ich natürlich noch zu Gremis zurückkehren. Vielleicht kann ich dem Ritual ja beiwohnen und mir auch was in die Binde gießen. Wäre nur fair. So, wo war denn hier der Schnellreisepunkt? Da ungefähr. Da reisen wir mal schnell hin. Zu Fuß. Auf Schusters Rappen, wie man so schön sagt. Hui. Hallo, ihr Kühe. Ja, feine Kühe. Ganz lieb. Zip. Zumindest wird sich das am Ende alles gelohnt haben, denn der gute Gremis wird uns sicher seine wundervollen Alchemie-Geheimnisse verraten. Darauf freue ich mich jetzt schon. Und wenn er sie mir nicht verrät, kriege ich ja voll aufs Maul. Ach so, ich muss ja wieder in die Höhle rein hier unten. Richtig, richtig. Ups. Gremis? Ah, da sitzen die zwei ja. Ich habe alles getan, was du verlangt hast. Absolut alles. Ausgezeichnet, mein Junge. Frithjof, wollen wir anfangen? Je früher, desto besser. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Das Ritual ist nur für Mitglieder des inneren Kreises. Klar. Deshalb musst du draußen warten, lieber Lehrling. Du darfst unter keinen Umständen reinkommen. Wir beginnen am Morgen mit deiner Ausbildung. Der verarscht mich doch immer noch. Wirst du mir endlich sagen, worum es in diesem Ritual geht? Schön ruhig. Naseweise mögen wir nicht. Bist du sicher? Brennende Angelegenheit. Brennende Angelegenheit. Ja, ihr besauft euch. Ich weiß es doch. Warte bis zum nächsten Tag. Oh, es schneit. Schnö, schnö. Schnö ist schön. Aber das wissen wir alle. Warte bis zum nächsten Tag. Ja, so. So ungefähr. Ist das recht? Ich hab doch bis zum nächsten Tag gewartet. Muss ich echt 24 Stunden warten oder was? Ich dachte, die Nacht durch reicht das. Bitte warte ich halt 24 Stunden. Man gönnt sich ja sonst nichts. Sprich mit Gremis über deine Belohnung. Alter, und das muss jetzt mal eine ordentliche Belohnung sein. Sonst gibt's voll auf der Omme. Ich brauche noch einen. Das ist gutes Zeug. Ihr habt euch besoffen, das habe ich doch gesagt. Aus dem Moorskogenwald und Alkohol vom Hagelhügel. Auf gute Zeiten, Frithjof. Endlich mal was anderes als die verfluchten Tränke und Transmutationen. Das Ritual scheint noch nicht zu Ende zu sein. Geralt, ich hab dir doch gesagt, du sollst draußen bleiben. Nur Druiden vom inneren Kreis. Ja, ja, ja. Gönn dem Jungen auch mal etwas Spaß. Gut. Schenk dir ein, Geralt. Fangen wir mit dem Unterricht an. Na, endlich! Ja. Viel trinken, viel lernen, das gefällt mir. Und ja, wie? Ja, ich nenne es Stimulation und Assimilation. Erst wird angeregt und dann wird absorbiert. Setz dich. Auf geht's ans Absorbieren. Fangen wir mit der Aufnahme von Giften an. Bester Ansatz. Übung macht den Meister. Ich habe schon viel Übung. Gute Sache. Das macht meine geheime Methode leichter. Schau, du nimmst den Trank so. Und schluck. Es ist hat echt nur gesagt, dass das Alter eine Last das sei. Das reinste Besäufnis. Oh, ich habe Schwefel erhalten, wie nett. Und Alkohest. Und ich schwanke und stehe halb auf dem Stuhl und Harnfaser. Ich dachte, Han Solo würde man jetzt hier kriegen. Salpeter, kriege ich auch ein Rezept? Ich hätte gern ein neues Rezept oder so. Nö, anscheinend nicht. Aber jetzt müsste er doch mit mir handeln, oder? Oder? Sonnenlicht, das brennt in den Augen. Was willst du noch? Ich hab dir schon alles beigebracht. Du hast mir ehrlich gesagt einen Scheißdreck beigebracht, aber vielleicht willst du ja was handeln. Hast du was zu verkaufen? Ja.
aber es ist teuer. Für mich? Ich bin doch dein Lehrling. Ah, guck mal an. Vitriol, verbessertes Vampyröl. Verbessertes Ogroidenöl. Überlegener dies, überlegener das. Da nehme ich alles mit. Aber absolut alles. Hui, das ist teuer. Aber es lohnt sich. So, alles meins. Sehr gut, sehr gut. Ja, vielleicht möchte er was zurückkaufen, damit ich ein bisschen Geld zurückkriege. Nee, das will er natürlich wieder alles nicht haben. Außer das natürlich. Und hier irgendwie... Willst du auch alles nicht haben? Was willst du denn haben? Auch nicht. Hier, Zutaten. Schöllkraut. Da habe ich genug von. Da kannst du die Hälfte von haben. Und davon auch. Ich will zumindest ein bisschen. Ja, fast 4000 Kröten habe ich in den Hals geworfen. Da will ich was von zurückhaben. Das ist ja wohl Logo. Hm, aber so viel Zeug habe ich gar nicht, dass ich ihm das alles... Hier, alchemistische Paste. Die ist super lecker. Temerischer Drogenschnaps, auch sehr gut. Den mag ich. Naja, versuche ich mal Alchemie. Was haben wir denn gerade so alles bekommen, was wir noch zusammenbrauen können? Wie immer... Das Hergestellte können wir ausblenden. Ein Albul-Absud. Sehr schön, sehr schön. Oh, Mutagene natürlich. Da habe ich auch wieder was gesammelt. So, großes. Und grünes auch noch. Nicht nur eins, sondern 18. So, was können wir denn jetzt... Ertrunkene Pheromone brauche ich wohl eher nicht. Überlegene Kartätsche. Was fehlt mir denn dazu? Nigredo und eine Longgrube, natürlich. Überlegene Schwalbe. Weiße Möwe, Vitriol. Also weiße Möwe. Mist, kann ich nur noch einen von herstellen. Und dann könnte ich einen Vitriol herstellen, habe dann aber keine weiße Möwe mehr. Überlegener Donner. Dafür brauche ich auch einen weiße Möwe. Überlegener Vollmond. Überall brauchst du weiße Möwe für. Besser das Öl noch. Überlegener Vollmond. Überlegene Schwalbe wäre natürlich sehr gut. Dafür brauche ich aber das Vitriol noch. Dafür muss ich schon wieder... Für Vitriol brauche ich... Habe ich eigentlich von allem selbst Piment genug, aber weiße Möwe brauche ich. Also dann brauche ich natürlich wieder Alraunlikör und Kirschlikör. Ja, ja, ja. Ich werde es mir zusammensuchen. Ich ziehe Lepol vor. Ja, du bist ein alter Grießkram, bist du. Jetzt hüpfe ich wieder in dein Schlammloch hier, das hast du davon. So. Trete ich hier in deinem kleinen Teich rum, weil du so ein Grießkram bist. So. Habe ich ihm das aber mal gezeigt.